Das Gesamtensemble Stadthöfe setzt sich zusammen aus diversen Einzelhandelsgeschäften, verschiedenen Wohnungen, eine wunderschöne Zusammenstellung von insgesamt 5 Höfen, die dann flaniermäßig erobert werden können von Besuchern. Wir als Tortue Hotel sind hier quasi im Mittelpunkt, weil hier natürlich am meisten Traffic ist. Aber es sind jetzt auch im Bleichenhof einige gastronomische Betriebe entstanden, sodass hier ähnlich wird wie die Hackischen Höfe in Berlin in der Anfangsphase. Insofern, es ist ein neues Quartier entstanden und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir hier sind. Steven Williams hat mit Chipperfield das Gesamtensemble der Stadthöfe mitdesignt und entwickelt. Wir hatten die Möglichkeit, von Anfang an beteiligt zu sein von städtebauliches Konzept und Interior Design hat diesen gesamten Prozess zu begleiten und zu beeinflussen. Eine historische Grundstruktur, etwas Neues zu entwickeln, mit sehr viel Respekt für die Vergangenheit und plötzlich eine Tonalität reinbringt, das einzigartig ist. Ungewöhnliche Räumlichkeiten, ganz interessante Raumsequenzen. Das Hotel nimmt eine von den unterschiedlichen Höfen. Und das führt zu einem lebendigen Ort. Ein Ort, das durch die unterschiedlichen Ebenen und Nutzungen einzigartig in Deutschland sind. Der Name Tortue ist entstanden, weil Hamburg war ja mal besetzt von den Franzosen. Und zu Zeiten kurz nach Napoleon war es en vogue, mit der Schildkröte an der Leine flanieren zu gehen, weil man dadurch gezeigt hat, dass man Zeit und Geld hat. Das war so in dieser Dandy-Szene und das fanden wir eine sehr tolle Geschichte und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir uns mal den Namen an, weil er auch ein bisschen besonders ist, man vergisst ihn nicht. Und es passt ganz gut zu uns, weil alles ein bisschen entschleunigt hier auch sein soll. Wir sind ein Designhotel mit 126 Zimmern, haben 2 Restaurants, eine große Bar, eine Bar Privé hinten dran, einen wunderschönen französischen Innenhof, also wenn man hier reinkommt, denkt man nicht, dass man in Hamburg ist. Nach wenigen Metern hat man das Gefühl, man hat Urlaub, ist irgendwo in Paris und kann sofort abschalten. Das ist das Schöne hier. Im Prinzip, wir haben durch die unterschiedlichen Räumlichkeiten die Erwartung übertroffen von Menschen. Es ist so ein nicht nur lebendiger Ort in der städtebaulichen Kontext und mit Räumlichkeiten, dass man in Europa, Nordeuropa, nicht wirklich sieht so oft eigentlich. Ja, die Bar Noir durfte ich kennenlernen bei einem Besuch abends und das hat mir sehr gut gefallen. Das Ambiente, gerade diese dunkle Einrichtung, war sehr ansprechend und man fühlt sich sehr wohl und nimmt gerne einen Drink. Weil hier eine ganz extrem angenehme Atmosphäre ist, es ist nicht laut, es ist eine tolle Qualität, was die Drinks und das Food betrifft. Wir haben 15 Signature Drinks und die Atmosphäre, das Design, was hier entwickelt wurde von dem Büro Steven Williams, ist einzigartig. Wenn man allein ist oder mit Freunden, das ist immer die passende Sitzmöglichkeit, immer die passende Atmosphäre eigentlich. Oder auch in der Brasserie oben, wir haben eine Tonalität entwickelt mit der Zusammenarbeit mit Kate Hume. Einfach ein Raum, das setzt neue Maßstäbe in Hamburg und auch in Deutschland für Gastronomie. Also das Gesamterlebnis in der Brasserie ist einfach, man sitzt, man sieht die Köche, wie sie an der offenen Küche praktizieren und es ist immer eine tolle Stimmung und immer, ja, es ist voll, es läuft. Und ich glaube, das ist durch diese konsequent detaillierte Arbeit, diese Qualität zu schaffen, Qualität von Außenräumen fließen zu Innenräumen. Orte, wo man hinkommt und man ist sofort transportiert in eine ganz andere Welt. Und ich glaube, wir haben das hier für innen und außen, diese Gedanken, dass jemand nach der Arbeit hier hinkommen kann und plötzlich man ist in eine ganz andere Welt. Und ich glaube, wenn man das schaffen kann, das ist ein sehr positiver Beitrag für die Gesellschaft. Neben Steven Williams haben wir hier noch andere Designer, die zum Zuge kamen, nämlich Joyce Wang aus Hongkong, die das Jin Gui gemacht hat. Ein sehr schönes asiatisches Restaurant auf der anderen Seite von der Bar Noir. Man entwirft nicht allein. Es gibt immer ein sehr, sehr starkes Grundkonzept. Es gibt dann unterschiedliche Partners. Das kommen dazu mit Tonalitätsvorschlägen und so weiter, dass man sieht, was man mit Kate Hume schaffen kann, auch mit dem Entwurf von Joyce Wang für das asiatische Restaurant Jin Gui. Das einzigartige Orte, wirklich Orte, das Prinzip eine ganz andere Qualitätsmaßstab zu Stadt bringen kann eigentlich. Und das ist nur durch eine Vision und einen Glauben, dass wirklich dieser Designanspruch, dass dieser Anspruch wirklich ankommt. Jetzt, wenn der Innenhof im Sommer dann voll besetzt ist und Kerzenschein und Allgemeinbeleuchtung angeht, ist das ein Traum.
Die Bar Privé ist eigentlich ein Veranstaltungsort bis 120 Personen und verbindet sich über eine Tanzfläche mit der Bar Noir. Das heißt, man kann beide Flächen zusammenschalten, hätte dann eine Gesamtfläche von über 400 Quadratmetern. Das heißt, Platz für 450 Personen hatten wir auch bei der Eröffnung hier drin. Insofern, wir wissen, dass es geht. Wenn man hat die Chance, so ein Haus einfach zu planen, von Städtebau bis zu Architektur und Interiordesign, zu der Auswahl von bestimmten Produkten, Tischen, man hat ein gesamtes Spektrum. Ja, und man sieht den Erfolg einer Vision, das wir von Anfang an bis zu letztes Detail, was man schaffen kann. Wonderful. So, beautiful hotel. Wunderschön gemacht, dass man sich gleich sehr wohl fühlt. Das hat mir gut gefallen. And very modern, so great impressions. Und ich liebe es. Ich glaube, das ist wirklich ein Teil unserer Job, im Prinzip diese Orte zu schaffen, wo Leute träumen können. Man sieht, es gibt sehr viele Räume, wo das nicht der Fall ist. Und wir haben mit diesem Projekt Räume geschaffen, wo Leute wirklich eine ganz andere Welt sein können. Diese ganz andere Welt, das hängt mit unterschiedlichen Semiotik-Aspekten, wie der Mensch innerhalb ein paar Sekunden baut dann bestimmte Meinungen zu Oberflächen, zu Lichtverhältnissen und so weiter. Und dass man durch diese Tonalitäten an bestimmte Meinungen, Zufriedenheit, Unzufriedenheit, Neugier, durch unterschiedliche Räume, Akustik, Licht, Oberflächen, das alles wirklich spielt eine Rolle, eine Kulisse zu bauen, bringt die Besucher in eine ganz andere Welt eigentlich, in eine Art von Hotel oder Gastronomieflächen. Ich glaube, das ist auch ein Ort, das sehr demokratisch ist gleichzeitig. Nicht exklusiv, sehr inklusive Orte, dass man hier hinkommen kann und im Hof sitzen kann und etwas erleben, das sehr wertvoll ist, kulturell. Ich glaube, das ist wirklich das Ziel, dass jeder kann einfach hier reinkommen und das genießen. Aber das war im Prinzip in alle unsere Projekte die Grundgedanke, dass man kann wirklich, dass man bietet Orte, wo man wirklich hinkommen kann für Kost von einer Cappuccino, im Prinzip ganz tolle Räume erfahren kann und mitträumen kann. Man muss auch träumen, diese anspruchsvolle Design und Architektur zu bauen.